Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne hat die ersten Medizinstudierenden der Landarztquote Sachsen-Anhalt zum erfolgreichen Abschluss des Auswahlverfahrens beglückwünscht. Die Ministerin sei froh, dass diese in Sachsen-Anhalt einmal dort praktizieren werden, wo Hausärztinnen und Ärzte fehlen. 13 Frauen und 7 Männer, darunter 16 Landeskinder, nehmen ihr Studium in Magdeburg bzw. Halle auf. Bundesweit waren 20 Studienplätze ausgeschrieben. 272 Bewerbungen gingen ein. 196 davon waren vollständig. Knapp die Hälfte aller Bewerbungen kam aus Sachsen-Anhalt. Die andere Hälfte kam aus allen anderen Bundesländern sowie eine aus Österreich. Für die Bewerbung zählen zu 50% ein Test zur Studierfähigkeit. 40% zählt eine einschlägige Berufsausbildung oder Erfahrung und 10% die Abiturnote. Somit kann nicht ausschließlich ein Einzelabiturient später als guter Hausärztin oder guter Hausarzt arbeiten. Auch jemand, der bereits im Kontakt mit Patienten seine soziale Kompetenz und Empathiefähigkeit in seinem Beruf bewiesen hat, sagt Grimm-Benne. Dr. Burkhard John, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt, freut sich über das große Interesse. Viele der Bewerber haben bereits in der Krankenpflege oder Altenpflege gearbeitet bzw. Praktika in Praxen und Krankenhäusern absolviert. Sachsen-Anhalt brauche dringend Landärzte. Um die Menschen im Land auch in Zukunft gut medizinisch zu versorgen, müssten mehr Studienplätze geschaffen werden. Sachsen-Anhalt hatte als eines der ersten Bundesländer ein Landarztgesetz beschlossen. Im Februar 2020 wurden erstmals 5% der Studienplätze an den Universitäten Magdeburg und Halle im Rahmen der Landarztquote ausgeschrieben.